Micha Plus, die erste. Gerlinde mit Werkzeugwechsler. Wir bleiben gespannt. So, so muss alle Werkzeuge werden vermessen. Das kann man später ausschalten. Das war jetzt das erste Werkzeug, in dem Fall Werkzeug Nummer 8. Ich habe den Werkzeug 8 gleichzeitig Werkzeug 5. Das dient für meine Haltebohrung, wo ich mein Teil mit anschraube. So, jetzt schalten wir die rechtlichen Werkzeuge an und hoffen, dass das alles so geht, wie ich das mir vorstelle. Werkzeug 8 wieder aus. 1, 2, 3, 4, 5 an. F3 und los geht's. Wartezeit zum Ablegen, wenn die Spindel ausläuft. Ein Millimeter Fräse. Das soll so tief, also weiter. Zwei Millimeter Fräser, auch wieder vermessen. Und wieder vermessen. Thank you.
Stichel, 60 Grad vermessen. So, jetzt kann man auch die Beschriftung erkennen hier. Ich hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt das Brett mit Lalak lackieren. Dann werde ich es mit Schwarz lackieren. Und dann schleife ich das Schwarze wieder weg und dann bleibt nur die Schrift stehen. Gut. Jetzt haben wir Klarlack. Das ist mittlerweile trocken. Und jetzt lackieren wir das noch schwarz.
ganz dünn und schleifen dann das Schwarz wieder weg. Jetzt ist es schwarz lackiert, nicht dick, gerade so, dass die Schrift bedeckt ist. Jetzt lassen wir das trocknen und danach wird es geschliffen und dann kommt die Schrift schön hervor. Jetzt ist das Ganze überschliffen. Ist nicht ganz 100%, aber das Spiel gerollt. Das ist hier ein Brett für die Werkstatt. Das Holz war halt nicht ganz gerad. Ich hätte es auch vorher besser füllen sollen, beziehungsweise mehr klar lag, weil man sieht, die schwarze Farbe hat sich ins Holz gezogen ein bisschen. Wie gesagt, ist wurscht, ist bloß hier für die Werkstatt, für neben der Ständerbohrmaschine. Und muss das ausreichen. Sollte irgendwer Interesse haben an den Daten, mich anrufen oder E-Mail schreiben. Ich wünsche euch was, euer Micha Plustin.